Herzlich willkommen zurück bei Prison Architect. Wir sind gerade hier in der Gange mit einer Razzia. Ich bin Gorobai und ich freue mich, dass ihr da seid. Also, wir hauen erstmal rein. Ist hier eine Großraum-Razzia angelegt. Ding, 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 ding. Das finde ich gar nicht witzig. Ah, da oben war wieder Kacke am Dampfen. Die versucht zu hauen. Ja. Bewusstlos, sehr gut. Hat sie sich mit ihrer Kamera umgelegt. So viel wie hier gefunden wird. Erst kriegen die nicht genug zu essen. Und jetzt wird auch noch eine Razzia gemacht. Die ganze Nacht. Die, die schon überwacht wurden. Guckt euch das an, was wir alles gefunden haben hier. Noch keine Bohrmaschine. Doch eine, glaube ich. Die, die durchsucht wurden, das ist alles gut dann. Die können dann weiter schlafen. Das ist natürlich fail, wenn du natürlich eine Zelle weiter oben hast. Ah, hier der eine Trakt muss noch durchsucht werden. Und die Jungs und Mädels. Also laufende Razzia, ne? Die laufende Razzia läuft noch. Ein Todesfall heute. Ist natürlich sehr gut, bin ich gespannt. Wenn es erwischt hat. Keine Waffe, glaube ich. Ich weiß nicht. Todesfall angeblich da irgendwo. Komm, dann 10 Sachen müssen noch durchsucht werden. Hat sehr gut funktioniert. Dann wird nicht mehr was gemacht. Das ist so gut. Boyfriend 20 bis 122. Deine Tochter unten so. Und wieder auf Vater. 16 Jahre für. Ich hatte aber auch nicht genug abgesessen. Normale Sicherheitsstufe. Tja. So läuft das manchmal. Klatschen wir noch mal Kalt hinterher. Kann ich auch nochmal hinstellen. Sollte passen, wenn wir da noch einen Metalldetektor hinhauen. Tod. Die Tote wird jetzt hier rausgebracht. Wird abtransportiert. Wie sieht's denn aus mit unserem Knast? Sicherheit ist 1, Besserung 0. Bestrafung 7, Rückfallquote 35%. 13 Häftlinge wurden entlassen. Alles gut. Vielleicht gibt es auch wieder mehr Essen, Leute. Dann können wir das Ganze, können wir den ganzen Plan nochmal neu strukturieren. Meinem Traum von der neuen Dusche, da werde ich gleich nochmal näher kommen. Nicht genug Kapital. Schade drum. Müssen wir jetzt nochmal warten, bis der Tag auch vielleicht abgelaufen ist mit dem Essen. Aber jetzt wird eh nochmal gearbeitet hier. Da noch eine große Dusche. Dann können wir die kleine Dusche da unten vielleicht wegnehmen und dann können wir da eine größere
Dingszelle machen. Ihr wisst schon. Putzmittelschrank. Und dann fahren die da rum und dann legen sie natürlich die Kleidung hin. Auf die Betten. Ist auch sehr schön. Wie dreckig das teilweise auch mehr ist. Jetzt muss natürlich auch Hofzeit sein. Da müssen die vom anderen Ende des Gefängnisses hier hinlaufen. Müssen noch einen zweiten Hof machen, glaube ich. Hier unten irgendwo. Damit das nicht so krass ist, dass sie da mehr hinlaufen müssen. Ich würde sagen, wenn wir hier... Ne, warte mal. Der Gang muss ja schon... mal... Ja, warte, ist ja schon richtig so. Wenig Kapital. Ne, jetzt wieder nicht. Jetzt hat es funktioniert. Mit dem Dings. Ja, das kriegen wir schon hier in der Drogenbekämpfung. Nummernschilder. Tischler leer ist gesperrt. Jetzt haben wir zwar kein Geld mehr, aber wir haben auch keine Schulden. Wollte ich nochmal mein Wasser anlegen. Weil das soll nochmal alles zählen werden. Das ist eine Gemeinschaftszelle. Das ist natürlich immer doof, die Dinger dann schon dahin zu bauen, aber ich dachte, jetzt kann ich es mal machen. Wird schon irgendwie schief gehen. Da, jetzt können wir auch gleich nochmal ein paar neue Häftlinge reinkriegen. So, da kommt er gleich in der Wache. So. Dann werden das hier neue Duschen. Jetzt das Wasser reinlegen. Warum hat das Wasser das eigentlich nicht bis dahin geschafft? Sich da nicht durchgesetzt, weiß ich nicht. So, dann will ich jetzt hier noch mal ein paar Duschköpfe hinsetzen. So würde ich das machen. So müssen wir das nochmal machen. Fällt mir dann gerade ein. Autospeicherung. Essen. Wie viele haben denn kein Essen gekriegt? 90% ist ja nicht ganz okay. Jetzt ist Duschen angesagt.
wir da auch nochmal essen. Beziehungsweise machen wir so. So ist ganz okay. Rufzeit ist jetzt nicht das, was hier ausschlaggebend ist. So, warte. Nochmal Abflüsse reinbauen. Und hier eine in die Mitte. Und dann ist der Raum nämlich auch schon fertig, um da eine Dusche draus zu machen. Dann können sie da nämlich auch nochmal duschen gehen. Oh ne, was fehlt denn? Wie viele fehlen denn? 3 Häftlinge. Also 3 Familienzellen. Das ist immer das, was mich am meisten ankotzt. Diese doofen Familienzellen. So, damit das noch nicht so doof aussieht, können wir das da auch gleich noch machen. Achso, das sind die hier oben. So, das haben wir. Jetzt ist wieder wichtig 6x6. Perfekt diesmal. Diesmal ist das ja perfekt. Rechte Maus, also das Klon. Ah. Da wäre es jetzt fast. Was schief gegangen? So, wie war das jetzt hier? Das Klo? Noch ein Duschkopf. Und dann hier ein Bett. Und eine Krippe. So. Und dann müssen wir das natürlich noch verbinden hier. So wollen wir das genau verbinden. So und nicht anders, Leute. Wenn wir das dann noch mit den Rohren haben, dann ist alles gut. Das ist quasi der Familientrakt hier. Ist das eigentlich mehr Zufall, wenn die wann Frauen reinkommen? So. Achso, da fehlt noch die Tür. Ja, das kriegen die natürlich noch hin. Achso, nein, du musst in die andere Zelle. Geh du mal da in die Zelle, genau. So, dann passt das. Wir können eigentlich jetzt schon hier mal runtergehen bei den normalen. Und mehr stärkere Flüchtlinge. Flüchtlinge soll hier stärkere Flüchtlinge annehmen. Essensmenge sollte mittel sein.
Und die Essensvielfalt soll auch mit jetzt sein. Ist, glaube ich, ganz okay, glaube ich. Und so wie die Küche mittlerweile aufgebaut ist, ist, glaube ich, auch ganz okay. Viele Köche verderben halt den Brei. So, als nächstes würde ich sagen, bauen wir dann demnächst mal so ein Bewährungsding. Ich bin gespannt. Dass das hier nicht funktioniert hat, das hätte ich mir natürlich auch selber sagen können. Warte, bauen wir so. Das regeln unsere Arbeiter gleich. Aber hier wollte ich ja noch den zweiten Hof hinbauen, ne? So einen kleinen zumindest. Quasi so hier. War das nicht so das, was ich vorhatte? Na, da wird jetzt auch gleich der Dings angebaut. Hier soll eine normale Tür rein. Da ist hier schon wieder Action. Gleich eine bewusstlos geworden. Wird gleich mal wieder verarztet. Ja, da muss einer jetzt durchlaufen und die Tür bringen. Ne, die wollen nur das Holz mitnehmen. Wer bringt denn die Tür ab? Du bringst die Tür. Und dann machen wir einmal nochmal schnell den Hof hier. So. Ja, und dann ist hier Hofzeit. Machen wir hier nochmal schön Gras hin. Freuen die sich alle. Und natürlich muss hier noch eine Wache stationiert werden. Brauchen wir noch ein paar Wachen mehr. Bei 100 Leuten sollten 40 Wachen auf jeden Fall da sein. Auch wenn die nicht so viel machen gerade. Und jetzt will ich einmal sehen, wie das mit der Hofzeit gleich funktioniert. Ob das besser funktioniert. Oder ob das voll egal ist. Ich baue mal ein großes Fenster rein. In der Wäscherei auch nochmal zwei große Fenster. Und hier auch nochmal eins. So stelle ich mir das vor. Fenster habe ich ja bislang noch nicht so gebaut. Keine Ahnung, ob die helfen. Aber eigentlich sagt man ja, das Fenster gut helfen, ne? Bin mal gespannt. So, jetzt ist Hofzeit. Jetzt gehen auch ein paar hier raus. Das ist auch ganz gut. Jetzt haben wir noch ein paar Telefone für euch. Noch eine Bank. Und Handelbänke gibt es ja auch noch. Drei Stück. Ich weiß, dass ihr es wollt. So Leute, ich würde sagen, das soll es jetzt mal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet in der nächsten Folge Prison Architect wieder ein. Bis dann, sagt Hallo, wobei es macht. Ciao.